Oh mein Gott, seht euch das an, was die Russen da mit Panzer eingerollt kommen. Da hätte die Angela Merkel wahrscheinlich, wenn sie das gewusst hätte, nicht so viele Panzer an Russland verkauft. Nicht wie Angela Merkel, reden und Diplomatie, pipapo. Jetzt muss man einfach ein bisschen Gas geben, dem Russen schön auf den Pelz hauen. Einen wundervollen guten Abend, mein verehrtes Publikum. Das, was nicht passieren soll, ist geschehen. Die Situation zwischen Russland und der NATO ist weiter eskaliert und wird jetzt militärisch ausgetragen. Mit Hilfe von hoher Spionagetechnik und Drohnenentwicklung der NATO ist es uns gelungen, einen Zugriff zu erhalten auf aktuelle Bilder auf dem Schlachtfeld. Das ist wirklich unglaublich. Wir können der Match einfach wirklich zusehen. Und wir schalten jetzt mal um auf die Drohne. Mein verehrtes Publikum, hier haben wir vollen Zugriff auf diese Drohne hier auf dem Schlachtfeld. Ihr seht schon, die NATO hat Folgendes vor. Hier haben sie einen Kran erbaut und wollen quasi hier ihre Hauptbasis umverlegen. Man vermutet natürlich, dass sie hier diesen Weg entlang wollen und hier eine neue Basis aufbauen, weil hier das wichtige Rohstoff Tiberium natürlich etwas größer verbreitet ist, wie hier in der Anfangsposition. Und der Kran bleibt dennoch bestehen und es ist bereits schon etwas im Bau. Ja? Also während das Hauptlager gerade umpositioniert wird, ist bereits was im Bau, wahrscheinlich eine Raffinerie, die dann zeitgleich mit Ankunft des MBFs dann gleich hier grünes Tiberium abbauen wird. Wir schalten mal kurz rüber zu Russland. Was machen die Russen gerade? Oh mein Gott, die Russen sind scheinbar weiter. Sie haben ihr MBF nicht umverlegt. Sie bleiben hier am Anfangsfeld und fangen jetzt schon an abzubauen. Das heißt, sie haben natürlich momentan viel mehr an Ressourcen zur Verfügung. Zwei Raffinerien sind schon aufgebaut, eine Kaserne, wo bald Soldaten rauskommen können. Zwei Baulisten sind vorhanden. Das sieht man hier ganz schön an diesem Kran. Es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Schauen wir hier nochmal bei der NATO vorbei. Hier bauen sie sich langsam auf, hier fangen mit Kraftwerken an, eine Raffinerie, noch nichts, womit man sich irgendwie verteidigen kann. Also momentan ist die ganze NATO ein ganzer Wunderpunkt. Es gibt keine Sicherheiten, keine Soldaten, keine Geschütztürme, kein gar nichts. Immerhin kann man sagen, dass die Sammler hier natürlich schon fleißig sammeln, mittlerweile auch zwei Raffinerien. Wollen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Hier sehen wir gerade eine ganz gefährliche Situation. Die Russen schicken schon gewisse Einheiten in Gebäudeteile, die momentan leerstehend sind. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation, weil das verhindert natürlich das Vorankommen von NATO-Truppen, wenn aus den Gebäuden geschossen wird. Und von diesen Gebäuden hat man natürlich einen erhöhten Schutz. Bleibt einem nur zu hoffen, dass die NATO wirklich diesen kürzeren Weg hier nimmt und nicht an dieser Stadt vorbei will. Eine gewisse Verteidigung ist hier bereits vorhanden. Hier sind wir immer noch komplett ungeschützt über diese Brücke, da diese eigentlich am gefährlichsten ist. Sie ist direkt neben der Basis des Feindes und hier sollte man eigentlich zumindest mal einen kleinen Schredderturm hinsetzen. So, die erste Waffenfabrik ist gebaut. Die ersten Scorpion-Panzer sind im Bau. Was machen denn die Russen gerade? Schauen wir mal kurz rüber. So, der Russe baut auch gerade seine Waffenfabrik. Eine Kaserne, eine Waffenfabrik und ist noch nichts im Bau, aber man kann sich denken, dass das nicht mehr lange dauert. Wie sieht das hier oben aus? Das Feld hier oben ist unangetastet. Also anders wie die NATO hat Russland wirklich ein ganz anderes Denken. Die wollen direkt schnell viele Truppen haben und sind aber auch nicht zukunftsorientiert, muss man sagen, weil das Feld ist wirklich relativ schnell abgebaut und während den Kampfhandlungen kann es natürlich eng werden und zu Ressourcenmangel kommen. Wenn man da nicht rechtzeitig hier eine Zwischenbasis aufgebaut hat, womit man einfach diese Menge an Rohstoffen dann wirklich an sich reißen kann, dann kann man auf Dauer ein Problem haben. Es sind nicht genug Kraftwerke da. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ressourcenproblem ist oder Managementfehler. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Hier wurden erste Gebäude direkt an der ersten Basis eingenommen. Ich fasse es nicht. Die schießen hier mit Raketentrupps auf diesen Schredderturm los. Er wird bereits repariert von der NATO. Der Schaden geht nicht schnell genug rein. Also, die können hier von dem Gebäude aus nicht wirklich groß was machen und die NATO muss sich jetzt natürlich was einfallen lassen, weil das ist jetzt wirklich eine sehr bedrohliche Situation und wenn man da nicht sofort handelt, kann das Ganze nach hinten losgehen. Hier sind jede Menge Truppen, die bleiben aber unangetastet. Sie bleiben hier, um diese Hauptbasis hier zu schützen, was eigentlich keine schlechte Idee ist, weil das ist ja eigentlich nur die zweite Basis und vielleicht ist es ja nur ein kleiner Versuch, die Armee hier wegzulocken, damit sie natürlich von hier unten reinmarschieren können. Das weiß keiner so genau. Von daher ist diese Taktik von der NATO vielleicht gar nicht unbegründet. Das Problem ist jetzt nur, wir haben keine Energie. Das heißt, die Schreddertürme können nicht schießen. Wenn dieser Schredderturm inaktiv ist, ist natürlich auch dieser inaktiv. Und das heißt, die Truppen können jetzt einfach so vorbeispazieren. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Die ersten Kraftwerke werden attackiert. So. Oh mein Gott. Da wurde wahrscheinlich jetzt irgendwo gerade ein neues Kraftwerk erbaut und der Schredderturm ist wieder aktiv und hat natürlich diese Infanteristen sofort erledigt. Was
natürlich immens wichtig ist. Hier sieht man weitere Kraftwerke immer mehr. Das heißt, selbst wenn ein oder zwei zerstört werden, vielleicht auch per Luftangriffe, ist das Energieniveau dennoch auf einem Bereich, dass alle Schreddertürme, alle Geschütztürme, diese sämtliche Verteidigung noch aktiv ist. Hier sehen wir, haben wir kurz die Situation verpasst, das Gebäude wurde hier schön auseinandergenommen. Hier wurde nur zusätzlich zum Schredderturm ein Laserturm hinzugefügt und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil diese Bedrohung jetzt erstmal gebannt ist. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? 5, 6, 7, 8 unzähliges Scorpion-Türme, sage ich schon, Predator-Panzer. Ich bin hier schon ganz nervös, muss man sagen. Es sieht wirklich eng aus. Also wenn die jetzt hier reinmarschieren, hier ist nur ein Schredderturm, wenig Armee in diesem Bereich. Also wenn die jetzt hier wirklich vorbeispazieren, sieht es sehr eng aus für die NATO. Und die Ukraine ist verloren und bleibt in Besitz von Russland. Das ist wirklich sehr schlimm. Aber man muss hier wirklich sagen, das Raffineriefeld ist hier abgebaut. Das heißt, die Jungs werden bald ein Problem haben. Ja. Dann gibt es auch kein Wodka mehr. Wenn es kein Geld mehr gibt, dann sind auch die Soldaten wahrscheinlich etwas unmotivierter. Und das ist natürlich die Stunde der NATO, wenn das genau passiert. So, jetzt ist es gerade extrem gefährlich. Hier wurden weitere zwei Gebäude eingenommen. Unglaublich. Der Laserturm, der ist hier oben. Also hier habe ich nochmal einen weiteren Schredderturm hingesetzt. Und jetzt habe ich natürlich die Einheiten mobilisiert. Wir haben hier alles mögliche Kampftrupps. Wir haben hier schwarze Handsoldaten, die natürlich mit Flammenwerfer bestückt sind. Und ich versuche jetzt einfach... Die NATO versucht jetzt einfach hier die Truppen nach oben in dieses Eck zu manövrieren, weg von den Geschützen, weg von der Bedrohung und einen geballten Angriff gegen Russland zu starten, womit sie nicht rechnen. Hoffen wir das mal, dass sie das nicht rechnen. Was macht der Russe da unten? Was macht der Russe da unten? Oh mein Gott, sie kommen. Die ersten Panzer sind eingetroffen. Die Schreddertürme ballern aus allen Rohren raus. Ein paar Scorpion-Panzer sind da. Der Sammler wird jetzt natürlich wahrscheinlich gefistet, wenn es jetzt ganz blöd läuft. Aber anscheinend wird er erstmal nicht beachtet. Wichtig ist nur, dass der Schredderturm weg ist für die Russen. Der Schredderturm ist weg und jetzt wird das erste Kraftwerk ist zerstört. Oh mein Gott, seht euch das an, was die Russen da mit Panzer eingerollt kommen. Da hätte die Angela Merkel wahrscheinlich, wenn sie das gewusst hätte, nicht so viele Panzer an Russland verkauft. Ein Gebäude nach dem anderen weggerissen. Ich glaube, Russland gewinnt dieses Match. Das ist wirklich unglaublich. Seht euch das an. Es bleibt wirklich nichts mehr übrig. Jetzt versucht natürlich die NATO vollkommen verzweifelt mit schwarzer Handtruppen da irgendwie mit Flammen was zu bewegen. Aber die Panzer überrollen sie einfach. Seht euch das an. Das ist wirklich ein Massaker. Eine Blutleiche überall auf dem Boden. Was haben die sich dabei gedacht? Und weitere Flammenwerfer. Und das bringt alles nichts, Freunde. Das bringt nichts. So überrennt uns der Russe. Das kann nicht wahr sein, das Hauptgebäude, das Herzstück der NATO. Wenn das zerstört ist, ist es im Prinzip so gut wie vorbei. Und hier mit den zwei Scorpion-Panzer versuchen sie jetzt irgendwas zu reißen. Es sieht aus von den Gebäuden hier vorne geballert. Es ist wirklich, das darf nicht wahr. Das sind große Einheiten der NATO, die hier natürlich nach den jüngsten Niederlagen hier in der Hauptbasis, die wird hier gerade komplett auseinandergenommen, wie man sieht. Und jetzt versucht die NATO natürlich Folgendes, wenn man das hier ganz genau beobachtet. Hier sind die Haupttruppen und versuchen jetzt hier an die Basis. Hier sind noch zwei Mammutpanzer, ganz gefährlich. Das sind natürlich alles schwächere Einheiten der NATO, aber es sind natürlich sehr viele. Vielleicht liegt das Geheimnis auch in der Masse. Und diese Flammentrupps können natürlich Gebäude auch sehr schnell zerstören. So, jetzt geht das Augenmerk natürlich auf die zwei Mammutpanzer, die eine sehr große Gefahr darstellen. Der erste ist weg, so der zweite. Versucht jetzt natürlich die Infanteristen zu überrollen, aber ist schon weg. Jetzt ist die Frage, was macht der Russe hier mit den Panzern? Wird er seine Panzer abziehen, weil er hier natürlich seine Basis langsam verteidigen muss? Weil die ist jetzt gleich wirklich zerstört, wie man sehen kann, wird hier die Basis des Russen komplett auseinandergenommen. Wirklich. Und da muss man sagen, ein großes Lob an die NATO, dass sie ziehen sie ab. Es ist wirklich eingetroffen. Das ist unglaublich. Also da ist wirklich, Konfuzius hat wirklich recht behalten. Angriff ist die größte Verteidigung. Denn wir, die NATO, haben jetzt unsere Basis, was da noch übrig ist, verteidigt, indem wir angreifen. Seht euch das an, wir greifen hier an und verteidigen somit unsere Basis, weil natürlich die Panzer jetzt abgezogen werden. Es sind jetzt natürlich sehr viele Panzer, die Frage ist, werden wir das überleben? Wird diese Truppenanzahl ausreichen, um diese Anzahl der Predator-Panzer abzuwehren? Das ist natürlich höchst fraglich. Die Leute sind sehr schlecht aufgestellt, werden jetzt natürlich im großen Maße plattgefahren. Ein Großteil wird natürlich auch zerstört, weil es wirklich sehr kampfwillige Truppen sind. Sie wurden vorher noch... trainiert wie blöd und natürlich auf gewissen Simulationen wie Counter-Strike trainiert.
ihren Kampfwillen besser durchzusetzen, pipapo. Und das merkt man hier wirklich, wie ein Panzer nach dem anderen zerstört wird. Aber wird es das Ganze jetzt ausreichen, wirklich diese große Anzahl der russischen Truppen zu eliminieren? Das ist fraglich. Hier aus der Kaserne kommt jetzt ein Kampftrupp nach dem anderen. Ob das die NATO rechtzeitig sieht, dieses Gebäude muss eigentlich sofort weg. Das ist höchst brisant, die Situation. Hier ist noch ein Wachturm, ist aktiv. Das heißt, die Russen haben noch genug Energie. Normalerweise müssten hier ein, zwei Kraftwerke zerstört werden. Der Wachturm ist immer noch aktiv. Das heißt, das Energieniveau ist groß genug, wie man hier sehen kann, dass der Wachturm noch schießen kann. Und hier wird natürlich der Predator-Panzer zerstört wahrscheinlich. Oder ist so angefrackt, dass er so gut wie keinen Schaden mehr verursachen kann. Was macht die NATO jetzt eigentlich an ihrer Hauptbasis? Was machen die? Die brauchen jetzt auf jeden Fall wieder ein Hauptgebäude. Das Hauptgebäude der NATO ist zerstört. Der MBF muss nachgebaut werden. Hier haben wir Raffinerien, drei Stück. Warum? Das Feld ist komplett abgebaut. Warum sind da drei Raffinerien? Frage ich mich. Mein verehrtes Publikum, es ist wirklich unbegreiflich, was hier gerade passiert. Man kann den Ausgang momentan noch nicht genau erkennen, was hier genau passiert. Aus irgendeiner Waffenfabrik muss jetzt eine MBF in Auftrag gegeben werden, um sich neu aufzubauen. Und das muss so schnell gehen, bevor der Russe sich hier sammelt. Und ihr seht schon, die Einheiten sind wirklich riesig. Also die Rote Armee, das ist wirklich typisch für Russen. Die können sich extrem schnell wieder aufbauen. Einfach dieser Kampfgeist, den sie schon seit dem Zweiten Weltkrieg hier an den Tag legen, ist wirklich unglaublich. Und da hat die NATO natürlich hart zu knabbern an dieser Nuss. Und es bleibt wirklich zu hoffen, dass die NATO da entsprechend reagiert. Es ist unglaublich. Die Kaserne, die gerade eben erbaut worden ist, ist gerade zertrümmert worden. Und ich glaube, diesem Angriff kann man jetzt wirklich nicht mehr standhalten. Was macht der Russe da? Was macht der Russe da? Hier sind schon wieder ein weiterer Trupp vorhanden, der natürlich wieder direkt nachgestoßen werden kann. Das heißt, es ist unglaublich hier. Das Hauptgebäude wird wieder angegriffen. Natürlich sind die Reparaturarbeiten drin, sind Monteure, die permanent reparieren und an irgendwelchen Schräubchen drehen und irgendwas wieder anschweißen, was kaputt geht. Es ist unglaublich, seht euch das an. Dieser Schredderturm hat jetzt natürlich eine gute Funktion. Die befördern jetzt den russischen Soldaten ein wenig Blei in den Hintern rein. Ja? Die versuchen jetzt hier natürlich, hier das Hauptgebäude zu schön, aber nichts da. Zwei Schreddertürme, die richtig schön draufrotzen hier auf die Russen und sind jetzt natürlich komplett im Arschbruch. Aber jetzt sind wieder genug Kraftwerke vorhanden, damit alle Schreddertürme funktionieren. Jetzt hat natürlich der kleine Russe ein Problem, ne? Seht euch diese Rote Armee an. Die bewegen sich jetzt natürlich hier unten. Sie wissen, dass hier unten die NATO sehr stark aufgebaut ist. Eine sehr hohe Infanterie, sehr viele Geschütze, Schreddertürme, Lasertürme, pipapo. Und hier oben ist nichts, quasi nichts. Ein Schredderturm, der außerhalb der Reichweite ist, fast. Jetzt sprechen einzelne Türme an, aber der Kran wurde jetzt natürlich schon eliminiert. Ein Verteidigungsgeschütz, natürlich direkt weggebombt von Raketentrupps. Jetzt hauen natürlich die Lasergeschütze, aber vollkommen sinnlos. Zu große Truppen. Energie, die ganzen Kraftwerke werden jetzt zerhauen. Das Problem an der ganzen Sache ist, noch sind die Schreddertürme aktiv, aber wenn jetzt natürlich die nächsten Kraftwerke auch noch zerschossen werden, werden alle Verteidigungstürme deaktiviert werden. Und das kann jetzt natürlich jetzt gleich passieren, wenn dieses Kraftwerk, ja, alle Verteidigungsgeschütze sind inaktiv. Jetzt wird natürlich nochmal ein Kraftwerk zerstört. Es ist wirklich unglaublich. Das heißt, die können jetzt hier einfach vorbeirennen, an den Türmen vorbei, weil die Energie komplett zusammengebrochen ist. Was macht die NATO da? Sie baut einen weiteren Schredderturm, aber es ist doch keine Energie da. Was machen sie denn da gerade? Seht euch das an. Seht euch das an. Jetzt versucht natürlich die NATO hier sämtliche Truppen nach oben zu bewegen und den Russen so richtig einzuheizen. Das darf nicht sein. Die Waffenfabrik wird jetzt zerstört. Die wird zerstört. Da ist wirklich keine Aussicht auf Besserung. Jetzt so langsam treffen die Infanteristen ein, aber die haben jetzt wirklich hier gegen einen harten Gegner zu kämpfen. Die Energie ist wieder da, die Schreddertürme funktionieren wieder, aber rotzen jetzt natürlich. Die Russen haben jetzt ein richtig fettes Problem, weil hier sind große Einheiten der NATO und von hinten rotzen jetzt natürlich die Schreddertürme drauf. Das heißt, sie haben jetzt verschissen. So, aber die Truppenstärke ist wirklich immens der NATO. Also im Moment ist die Situation gekippt. Der Russe versucht jetzt verzweifelt einen letzten Angriff, aber die rennen jetzt hier wahrscheinlich in den Tod hinein, weil sie sehen natürlich nicht, wie stark die NATO aufgestellt ist. So, sie bleiben jetzt hier nochmal kurz stehen und versuchen jetzt natürlich etwas zu spionieren. Ein Skorpion-Panzer versucht jetzt anzugreifen, aber ein Skorpion-Panzer darf nicht gegen Infanteristen, das ist höchst gefährlich. Die NATO macht jetzt wirklich das einzige Richtige und zieht die Skorpion-Panzer zurück, weg da, das bringt nichts. Die Skorpion-Panzer weg und Infanteristen sofort hin. Infanteristen sind die einzigen, die dagegen was ausrichten können. Und hier wird jetzt wirklich, muss man wirklich sagen, ein Großteil sterben. Weil das ist wirklich ein... Die Truppen sind fast gleich groß. Also man muss wirklich sagen, das wird ein richtig ekelhafter Stellungskampf. Seht euch das an, dieser Schusswechsel. Das ist wirklich unglaublich. Die Skorpion-Panzer
Sie wurden zwar abbefohlen, aber sie wollen mit ihren Kollegen mitkämpfen, auch wenn sie selbst dabei draufgehen. Es ist wirklich ein höchstes Drama, was hier passiert. Wir zoomen hier ein bisschen ein. Also diese Spionagetechnik der NATO ist wirklich unglaublich. Wir können wirklich extrem nah in die Kampfhandlung einblicken. Wirklich sehr schön. Seht euch diese Raketentrupps an. Die geben ihren Freunden Backup. Den Infanteristen hier mit der G96 fallen hier um. Seht euch das an. Ich kann nicht hinsehen. Gustav, zoom ein bisschen zurück. Ich kann mir das nicht ansehen. Das ist wirklich schlimm. Mein Gott, also gleich reiten die ein. Ey, was macht die NATO? Wo sind die großen Truppen der NATO? Sind die wirklich jetzt alle zerstört? Das darf nicht wahr sein. Ach, der Russe ist beseitigt. Jetzt kommen natürlich von oben ein paar Skorpion-Panzer, Leute. Ich kann euch sagen, mein Herz platzt gleich aus der Brust raus. Ich bin wirklich sehr beruhigt. Und schaut euch das mal an, die haben wirklich keine Truppen mehr. Die sind jetzt verschissen. Die versuchen jetzt, sich zu sammeln mit ein paar kleinen Einheiten. Aber es ist wirklich lachhaft. Seht euch das hier an. Das hier gegen das. Und jetzt einreiten, NATO. Genau richtig. Nicht wie Angela Merkel. Reden und Diplomatie. Pipapo, jetzt muss man einfach ein bisschen Gas geben. Dem Russen schön auf den Pelz hauen. So, die letzten Einheiten der Russen werden jetzt natürlich eliminiert. Hier haben sich jetzt noch ein paar in Gebäude verbarrikadiert, wie so kleine Ratten einfach. Und versuchen jetzt hier eine seitliche NATO-Einheit ein bisschen anzufraggen, was natürlich auch teilweise funktioniert. Seht euch das an, wie sie hier drin aufgestellt sind. Sind natürlich perfekt geschützt und rotzen hier auf die Einheiten drauf. Aber die NATO ist da wirklich ungestört. Sie konzentriert sich auf die Gebäude und hat wirklich die komplette Basis niedergerissen. Also im Prinzip ein Erfolg. Es ist wirklich unglaublich. Das einzige Gebäude, was da noch steht, ist ein Vorposten, von dem er sich theoretisch wieder aufbauen könnte. Aber was bei dieser Truppenstärke der NATO natürlich unmöglich ist, die NATO wird niemals zulassen, dass sie wieder eine weitere Basis aufbauen und ist jetzt schon auf dem Weg nach oben. Wird der Russe aufgeben? Werden die paar Einheiten aufgeben? Ja, er gibt auf. Er hat die großen Truppen der NATO gesehen und hat natürlich jegliche Kampfhandlung im Vorhinein aufgegeben. Ich bin wirklich sehr froh, dass der Kampf gewonnen ist. Ukraine kann die Krim wieder zurückhaben. Die NATO hat hier wirklich einen sehr guten Job gezeigt und der Russe kann jetzt wieder nach Hause gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.